Guten Morgen, hallo. Hallo. Es hat uns nach Ostfriesland verschlagen. Wir sind jetzt hier in Emden und hier am Emsdeich. Und jetzt warten wir auf eine Fähre. Wir wollen heute mal so eine 50-Kilometer-Tour machen, hier an der Ems entlang. Und jetzt müssen wir hier noch auf eine Fähre warten, wo wir erst übersetzen können. Ja, und dann geht es dann in Richtung Leer. Da werden wir noch mal durch die Stadt fahren und dann wieder Richtung Emden. Insgesamt 50 Kilometer, ne? Ja, heute Morgen sind wir schon früh losgefahren, um 7 Uhr von zu Hause weg, mussten so 200 Kilometer bis hier oben hinfahren. Ja, und dann nehmen wir euch mal mit und zeigen euch mal so ein bisschen Ostfriesland und die Ems. Ja, und hier soll dann gleich die Fähre ankommen. So, da haben wir Glück. Kommt ja doch schneller als gedacht. Ja, aber ein kleines Ding. Gehen auch wahrscheinlich nur Fahrräder, Personenfähre, keine Autofähre, ja. Und kostet mit Fahrrädern zusammen zwei Personen, zwei Fahrräder, 6 Euro. Wir haben die Fähre jetzt verlassen und nun geht es auf Tour, ne? Am Emsdeich Richtung Leer. Wir starten in Ditzum. Ditzum. Heißt das hier, ne? Steht da. Ach, steht da. Okay, alles klar. Auf geht's. Guck mal, Fischverkäuferin. Ne? Die guckt dich an. Guckst du die auch an? Ja. Ja, das ist schon schick, wie die da unten wohnen. Ne? Eigene Bootsanleger. Toll. Och, und hier Schafe und Schafkacke. Ja, müssen wir ein bisschen aufpassen hier. Die sind abgerupft, ja. Geschoren sind die schon. Ja, und hier direkt hinterm Deich Wohnmobilstellplatz. Ja, ganz schön voll, ne? Also die Ems ist schon ganz schön breit hier, ne? Ja. Hätte ich auch nicht gedacht. Jo. Jungs, Vorsicht, Mädels, jo. Jungs und Mädels, schwarze gibt es hier auch, schwarze Schafe, pechschwarze Schafe. Ja. Hell, auch mittel, auch dunkel. Sind wir hier auf der Lämmerwiese. Alles die Osterlämmer. Da schieben wir mal vorsichtshalber, damit die sich nicht erschrecken.
Guck mal, wie niedlich. Ja. Wir laufen noch so unbeholfen, ne? Guck mal, treiben wir die so vor uns her. Ich glaube, die eine kriegt die auch nicht. Ja. Der ganze Kindergarten. So, ab oben auf den Deich. Du kannst schon schnell laufen, ne? Ja, der ganze Weg voller Schafkacke. Kannst gar nicht richtig ausweichen. Wie gut, dass ihr das nicht riechen könnt, ne? Was hast du? Alles voll Schafkacke. Lass uns das mal wegfahren. Wieso soll ich das wegmachen? Oh, wegen so ein bisschen stellst du dich an. Ja, ist mir ja auf dem Reifen ist mir so egal. Ja, auf dem Reifen ist das sowieso. Hier, guck mal. Hier, da sitzt das aber richtig schön da drin. So, jetzt machen wir erstmal eine Kaffeepause, ne? Keine Waffe. Aber was ich noch sagen wollte, wie man sieht, sind wir heute wieder mal ohne E unterwegs. Und das funktioniert auch wunderbar, wenn man nicht so viel Gepäck mit hat. Dann schüttet uns erstmal einen schönen heißen Kaffee ein, ne? Ja, da haben die aus dem ehemaligen Trafohäuschen hier für Vögel da so Einfluglöcher gemacht, Insektenhotel. Und da oben können Störche drauf ihr Nest bauen oder brüten. Ja, und hier gibt es Erdgas. Schon riesig. Echt groß. Guck mal, hier haben sie für uns Fahrradfahrer schon eine Skulptur erschaffen. Hier. Ja, cool, ne? Und dann geht es wieder über die Ems, da über die Brücke wieder rüber. So, dann überqueren wir wieder die Ems. Und das hier ist eine Zugbrücke, die sie auch öffnen können, wenn größere Schiffe da durchfahren. Hier fahren auch wohl die Kreuzfahrtschiffe durch, die in Papenburg gebaut worden sind und zur Überführung ins niederländische Emshaven verschifft werden und dann dort ausgestattet werden. Das sieht ja aber so eng aus, ich frage mich, wie die denn überhaupt durchkriegen. Vielleicht schmieren sie vorher ein. Breit ist das nicht, wenn die hier ein Kreuzfahrtschiff durchschleusen, wa? Nee. Und das so sieht hier die Abstände. Nun sind wir in Leer angekommen. Guck mal, ganzes Teehaus. Ostfriesische Teestube am Hafen. Gibt es richtigen Ostfriesentee.
Meine neue Freundin, Elke, ist zwar ein bisschen größer, aber Topfigur. Und hier kommt der gute Tee her. Hier ist das Stammhaus. Ja, das ist ja mal eine bunte Fassade. Gehört auch noch alles zu Bünding. Guck mal, ein Smiley aus Stief mit euch hin. Ja, noch 15 Kilometer bis zum Auto. Hast geplört. Den letzten Kaffee. Nee, jetzt nehmen wir auch keinen Kaffee mehr mit, das gleich mehr war. Nee, ist noch nicht mehr wahr. Ja. Kann ich mir auch anders machen. Ja, mach erst mal Päuschen. Hier links haben die alle ihren Privatsteg und Privatanlegestelle. Teilweise eingezäunt. Ja, ganz nett. Wenn so ein Bötchen hat, ne? Nun befinden wir uns am Ems-Sperrwerk. Das wollen wir uns jetzt mal angucken. Da kann man die Ems aufstauen, dass die großen Schiffe hier durchkommen können. Steht noch mal hier auf der Tafel. Da kann man das noch mal ganz gut sehen. Da wird die Ems aufgestaut, dass die großen Pötte hier durchkommen. Und auch wahrscheinlich wegen Hochwasserschutz. Ja, schon gewaltiges Bauwerk hier. Da sind die Tore offen, da fahren die Schiffe dann durch die großen Pötte, auch ziemlich eng. Das haben wir jetzt noch gerade entdeckt hier an diesem Sperrtor. Da kann man mal sehen, wie hoch das Wasser hier gestanden hat, der einzelnen Sturmfluten. Und hier sieht man Sturmflut, die letzte 1.11.2006, da stand das Wasser so hoch, also so in der Höhe schwappte schon über den Deich. Wahnsinn, ne? So, unsere Tour ist beendet. 50 Kilometer an der Ems entlang, am Emsdeich. Und es war toll. War schön. War wirklich gut, ja, ganz, wirklich. Ich sag mal, ganz toll. Ganz kann man toll. Nur empfehlen. Ja. Ja gut, die letzten Kilometer davon leer, das war ja ein bisschen an der Straße, aber trotzdem. Haben viel gesehen, auch leer, eine wunderschöne Stadt, ne? Die Altstadt, also wirklich ganz toll. Ja, und jetzt geht's weiter, ne? Ab nach Hause. Ab nach Hause erstmal. Ja, zwei genau. Stunden Autofahren, na gut. Ja, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, weil in 3 Wochen ist es soweit. In 3 Wochen starten wir zu unserer ersten Radreise in diesem Jahr. Ja, und dann gibt es natürlich wieder ein Video von. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.